Da kriegen ja diese ganzen Traumata und Schocks, die die Kinder bekommen, worüber wir auch schon gesprochen haben, beim Abgeben in der Krippe, Kita, Schule, ist vielleicht nicht mehr ganz so, da sind die ja schon zum Teil zerstört, die armen Kinder. Da gehen dann auch Programme los und die Kinder merken das noch nicht mal oder schon gar nicht die Eltern, dass da gerade irgendwas wütet. Und dann ist das Kind auf sich alleine gestellt, muss sich abkapseln. Und zu überleben. Oh ja. Weil das Kind die Situation anders wahrnimmt als wir als Erwachsene. Ja, ja, das muss man ganz klar sagen. Und wenn jetzt mehrere solcher Konflikte sich ereignen, dann kann es dazu führen, man spricht von Konfliktkonstellation, dass es auch zu emotionalen Reifestopps kommt. Oder sogar auch zu körperlichen Reifestopps. Das sind also diejenigen, die dann auch als biologisch Erwachsene wie Kinder aussehen. Also Babyface, sag ich mal. So. Männer wie Frauen. Die sehen eher wie Kinder aus, als wie echte Männer oder echte Frauen, sag ich mal so. Weil die in ihrer Ausreifung mitunter verzögert sind. Da kann man fast schon als Blickdiagnostik sagen, vielleicht haben die sowas erlebt. Ja? Ja. Und wenn man sich den normalen Werdegang anschaut, ja, also wenn wir, ich sag mal, heranreifen und alles läuft ideal ab, dann machen wir einen Prozess durch. Ich nenne das hier, wir kommen vom Selbstgefühl. Da sind wir noch sehr eng mit uns, mit unserem Wesen verbunden. Dann mit dem Spracherwerb bildet sich dann das Ich-Bewusstsein heraus. Dann irgendwann, wenn das sauber durchlaufen ist, Pubertät, und wir erwachsen sind, kommt irgendwann das Wir-Gefühl. Das heißt, wenn wir bindungssatt sind, dann sind wir auch kompromissbereit, dann können wir auch eine Partnerschaft eingehen, dann entsteht auch dieses Wir-Gefühl, nicht dieses bedürftige Kind, das immer nur nach Ich schreit. Passiert aber das Gegenteil, dass in dieser wichtigen, sensiblen Entwicklungsphase Konflikte erlitten werden, Traumata, Schocks, also jetzt diese biologischen Schocks, wie zum Beispiel durch schwere körperliche Misshandlung oder Missbrauch oder ritueller Missbrauch oder Katastrophen, Kriege erlebt, Verlust der eigenen Eltern und so. Also wirklich, wirklich schlimme, dramatische Erlebnisse. Die Kriegsgeneration hat das zuhauf erlebt. Dann kann es passieren, dass es tatsächlich emotional zu einer Art Reifestopp kommt. Das heißt, die Situation des Schocks wird emotional eingefroren. Das sind dann sogenannte innere Kinder. Man könnte sagen, das sind diese Abspaltungen der Persönlichkeit. Das ist diese Gefühlspanzerung, die sich dann ergibt. Das heißt, diese Menschen überleben, sind aber gefühlsmäßig völlig kalt. Mhm. Ja, die haben keinen Zugang mehr zu diesen Gefühlen. Die reden in der dritten Person von sich selber. Man musste ja. Wer ist Mann? Sprich doch von ich. Können die gar nicht. Das ist für die, ja. Und das ist die Situation, die wir auch heute haben. Wenn ein Krieg, wie wir den ja im 20. Jahrhundert hatten, in Deutschland, aber auch in anderen Ländern natürlich, also Menschen, die solche dramatischen Situationen erleben und das nie irgendwie aufgearbeitet wurde, die bleiben in diesen Unreifezuständen haften. Auch wenn die schon 60, 70, 80 Jahre sind. Die verhalten sich dann wie Kinder. Und du siehst ja auch heute viele ältere Menschen, wenn die aus dem Arbeitsprozess raus sind und sich dann nicht mehr gebraucht fühlen, weil sie es auch nicht gelernt haben, sich dann irgendwie selbst zu gestalten, sondern nur auf Anweisung gearbeitet haben, die fallen ganz schnell wieder in diese Muster zurück. Und dann ist der Krieg wieder präsent. Das heißt, die Kindheit, in der diese Muster gesetzt wurden, ist dann wieder präsent. Und oder geben diese auch weiter an ihre Kinder wieder, ne? Naja, das ist ja dann, was wir von diesen transgenerationalen Traumamustern kennen. Ja. Und das ist das, was wir durchbrechen müssen. Deswegen ist dieses Verständnis über diese Zusammenhänge der biologischen Konfliktschocks, welche Situation was auslösen können, wie das im Körper wirkt, so immens wichtig. Das sollte Allgemeinwissen sein, aus meiner Sicht. Das ist nicht nur für Therapeuten oder irgendwelche Spezialisten vorbehalten, sondern im Grunde ist es auch nicht so schwer zu verstehen. Man muss nur wieder Zugang zu seinen Gefühlen bekommen, damit man das, was ich hier erzähle, auch mal gefühlsmäßig nachvollziehen kann. Angefangen beim Schnupfen, da kann man schon anfangen. Ja. Das heißt, diese biologischen Naturgesetze kann man auch in einem Selbststudium in 2-3 Wochen, wenn man sich die Zeit nimmt. Das Grobe kann man vielleicht sich so aneignen, aber das Eingemachte, das erfordert wesentlich mehr Intensität, ja, kann ich sagen. Das ist also nicht so ein Wochenendkurs fertig, da hast du so einen Eindruck. Was wir jetzt hier machen, wir geben so einen Überblick, dass es da Gesetzmäßigkeiten gibt, dass es diese Zusammenhänge eigentlich schon alle erforscht sind. Ja. Aber sich das wirklich in der Tiefe anzueignen, dass man auch wirklich für sich selber nachvollziehen kann, richtig tiefer nachvollziehen kann. Das ist schon, das dauert. Aber es lohnt sich, weil es nimmt enorm Ängste. Weil du lernst dich dadurch ja selber kennen. Wenn du verstehst, wie deine Symptome entstanden sind, hast du zwei Möglichkeiten oder zwei, Konsequenzen leiten sich daraus ab. Erstens, du verlierst die Ängste. Also du merkst plötzlich, das ist so und so und so. Und zweitens, du kriegst andere Optionen für mögliche Therapie. Oder vielleicht merkst du auch, dass bestimmte Sachen gar nicht unbedingt gelöst werden müssen an Konflikten, weil auch eine Konfliktlösung mitunter tödlich sein kann. Ach ja. Also man darf jetzt nicht denken, ich muss einen Konflikt lösen und alles wieder gut. Dann hat man es nicht verstanden. Okay. Es gibt Konflikte, die sollte man lieber so lassen, weil wenn man die löst, dann kann sich das im Herzinfarkt dann äußern, zum Beispiel. Da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu im folgenden Teil. Gut. Genau.